Lesung aus der Apostelgeschichte. In jenen Tagen führten der Tempelhauptmann und seine Leute die Apostel herbei und stellte sie vor den Hohen Rat. Der Hohepriester verhörte sie und sagte: Wir haben euch streng verboten, in diesem Namen zu lehren. Und siehe, ihr habt Jerusalem mit eurer Lehre erfüllt. Ihr wollt das Blut dieses Menschen über uns bringen. Petrus und die Apostel antworteten: Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr ans Holz gehängt und ermordet habt. Ihn hat Gott als Anführer und Retter an seine rechte Seite erhoben, um Israel die Umkehr und Vergebung der Sünden zu schenken. Zeugen dieser Ereignisse sind wir und der Heilige Geist, den Gott allen verliehen hat, die ihm gehorchen. Als sie das hörten, gerieten sie in Zorn und beschlossen, sie zu töten. Wort des lebendigen Gottes. Ich mag die Apostelgeschichte. Es ist für mich ein konkretes Beispiel dafür, was möglich ist, wenn ich mich auf Gott einlasse und mit ihm losgehe. Aus den ängstlichen, unsicheren, feigen Aposteln sind selbstbewusste, klare und mutige Zeugen geworden. Das hätte ich mir am Anfang nie gedacht. Die vorher ängstlich und versteckt gebetet haben sich nicht nur herausgetraut, sondern sie haben jetzt das ganze Jerusalem mit der Nachricht über Jesus erfüllt. Es ist spannend. Und gleichzeitig auch sehr hoffnungsvoll, was Gott in uns alles verändern kann. Aber wie? Ich denke, dass ein wichtiger Schritt dazu das ist, was Petrus den Hohepriestern sagt. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Wie ist es bei mir? Was beeinflusst mich, mein Handeln? Nur das, was und wie die anderen über mich denken? Oder ist für mich entscheidend, was Gott über mich meint? Und wie kann ich überhaupt wissen, was Gott meint? Vielleicht ist es schon ein bisschen in dem Wort Gehorchen versteckt. Gehorchen, hören. Ich kann Gott mehr kennenlernen, wenn ich ihm mehr zuhöre und gleichzeitig auch Dinge prüfe und hinterfrage. Wenn ich noch weiter über die Worte nachgedacht habe, dachte ich mir, das Wort gehorchen klingt für mich ein bisschen fremd. Ich kann auch blind gehorchen und das ist gar nicht gut. Aber wenn ich mit den Wörtern weiter gespielt habe, dachte ich mir, dass aus dem Gehorchen durch ein fragendes Hören ein liebendes und freies Gehören werden kann. Und diese drei Fragen könnten wir uns heute beantworten. Wem gehorche ich? Wem höre ich zu? Und wem gehöre ich?